So, herzlich willkommen zu Emergency 4 und der Germersheim-Modifikation. Der erste VU ist reingekommen. Hier habe ich schon einen Einsatz verkackt, weil ich das Video zu spät gestartet habe. Und, da sieht er mal echt. Hatten wir den schon mal? Ich weiß es gar nicht. Diesen fahren wir jetzt auch. Das wäre dann einmal Person klemmt. Mit den Stichworten komme ich immer noch nicht so wirklich klar. Einmal P klemmt. Und natürlich brauchen wir auch, RTB und NEF. Die alarmieren wir hier hin. Und ich hätte doch gern, ich glaube, Pol habe ich doch, genau, die fahren, ich hatte doch hier schon Streife. Dann baller die Pol einmal mit hier hin. Und, den Abschleppdienst kann man eigentlich auch schon alarmieren. Dann steht da halt hier rum. Oh, ich glaube, hier kann er gar nicht hinfahren. So, perfekt. Du darfst übrigens mit Sonder fahren. So, dann schauen wir uns das doch mal an hier. Schön auf die Leitplanke gehämmert. Wahrscheinlich mit zu viel Geschwindigkeit aus der Kurve raus. Alles möglich. Oh, HVO. Kann ich dich nicht platzieren? Ach doch, hier, klar kann ich dich platzieren. Stellt sich gleich einmal so hin, dass hier alles sein. Halt, stopp. Muss ja alles auch irgendwo seine Ordnung haben hier, ne? So, dann fährst du einmal so hin. Perfekt. Dann steigst du schon mal aus. Ja, die Straße dicht machen kann man eigentlich machen. Da kommt die Feuerwehr schon. Mit Rüstwagen. So, dann einmal. Ah, jetzt steht der Streifenwagen hier rum, ne? Das gibt's noch nicht. So, dann machen wir uns hier einmal Ordnung. Der Rüstwagen kann eigentlich auch nicht doch. Mein Funkmelder, ich habe ihn vergessen wegzupacken. So, der Rüstwagen kann einmal dahin. Dann einmal raus aus der Bumsbude und ausrüsten mit dem hydraulischen Rettungsgerät. Natürlich muss zuvor. Ah, das ist das Problem an Germersheim, die Straßen sind unglaublich eng. Nein, halt, stopp. Das ist ja dumm, wir bleiben einfach hier stehen mit der Pol. Die wird ja wohl jetzt nicht auch nicht alles blockieren. So. Dann einmal bitte das Fahrzeug sichten, genauso wie der Gruppenführer. Halt, stopp. Der Einsatz ist weg. Eine Person im Fahrzeug, das wissen wir ja mittlerweile schon. Der Rettungsdienst schaut sich das an. Was da nun los ist. In Germersheim brauchen wir den Kollegen einfach nicht, deswegen lassen wir den wieder heimfahren. So, gesichtet wurde, dann kann hier. Halt, ach so, Kacke. Wir müssen ja auch noch abstützen, ne? Das habe ich ja ganz vergessen. Germersheim ist ja etwas aufwendiger, was das angeht. Guck mal, hier können wir sogar mal mit Lichtmast arbeiten, ne? Perfekt. Dann will du einmal Unterbaumaterial. Sicher ist das Fahrzeug ab. Haben wir noch irgendwas hier? Ne, Scheibe, Glasmaster oder irgendwie sowas, ne? Haben wir nicht. Für die Scheibe. Okay. Dann könnt ihr beiden aber mal eine Löschbereitschaft. Ich weiß, das macht man normalerweise mit zwei Mitteln, aber die habe ich jetzt gerade einfach nicht. Was kommt da denn angehämmert? Das ist ja furchtbar. Fahr doch heim. Bitte, danke. So, Löschbereitschaft steht. Und dann kannst du anfangen zu schneiden. Das hat bestimmt auch aus dem RTW drin, oder? Ja, perfekt.
So, dann geht der Rest hier nicht zu suchen, haben wir bitte beiseite. Und fangen an, die Person rauszuschneiden. Sehr schön, der Rüstwagen hat auch was, ne? Ein RW1 Bundfahrzeug, schätze ich mal. So wie, ja, die früher einfach klassisch waren, ne? Wobei ich möchte fast meinen, dass jedes gut ausgestattete HLF20 mittlerweile mehr drauf hat, was ja, die technische Hilfe anbelangt, aber der, ja, die Normung des RW1 ist ja auch schon, beziehungsweise des RW1 Bund, da gibt es ja einen Unterschied, ist auch einfach mittlerweile sehr, sehr veraltet. So, hier alarmieren wir uns mal eine RTB und da kann der HVO gleich wieder zum Einsatz kommen. Perfekt. Ach, da war der Einsatz, genau. Person ist raus. Und du jetzt schon mal das Beinboard. Und du holst schon mal den Stiffneck. Wollt ihr hier nichts rausnehmen? So. Ich glaube, das buggt. Will er gerade nicht machen, ne? Kannst du denn das Beinwort rausnehmen? Okay. Na gut. Dann eben nicht. Wir können das auch, den Einsatz auch so abschließen. Wäre jetzt etwas ja, nicht sinnvoll, aber realitätsnah gewesen, wenn wir die beiden Sachen hätten noch benutzen können. Aber da das nicht ist, müssen wir uns eben so zufrieden geben, ne? So, der Patienten geht's den Umständen entsprechend gut. Die können wir dann nachher auch gleich Richtung Krankenhaus verfrachten. Abschlepper kann schon mal in Bereitschaft gehen. Der Kollege wird bald benötigt, damit wir den Einsatz ordentlich abarbeiten können. Hier ist schon noch ein Rettungswagen alarmiert, ne? Der kommt hier zum HVO. Gehe ich einfach mal davon aus. So, dann holt mir doch wenigstens mal die Trage, bitte. Das machen sie komischerweise, ne? Das ist schon komisch. So, dann einmal die Person aufnehmen. Du bereitest schon mal den Rettungswagen vor. Da, bitte rein. Ach Gott. Dann steig du erst ein und jetzt. Meine Güte, das war jetzt aber eine schwere Geburt, ne? So, dann lassen wir das LF mal eindrücken. Das benötigen wir jetzt erstmal nicht mehr. Und ich brauche den Platz einfach, dass mit dem Abschlepper dran kommen. Denn sonst könnte das etwas eng werden. Ah, die Straßen in Germersheim sind tatsächlich nicht so geil. Wir haben sogar Heckwarner, ne? Habe ich gleich angemacht. Lichtmast kann aus und dann kann das 1612 einrücken. Ich höre, ach, das ist ein RTW, ne? Der oben für den HVO-Einsatz benötigt wird.
So. Kollege Polizei kann dann auch weiter Streife fahren. Dann haben wir diesen Einsatz abgearbeitet. Ja, hier warten wir auf den Rettungsdienst, beziehungsweise auf den Rettungswagen. Aber den haben wir ja schon gesehen, der ist auf Anfahrt. Kann die Polizei ja nur weiter ganz normal Streife fahren und gut ist. Man fährt aber Streife ohne Warnblinker an, ne? Ist euch klar? Aber guck mal, was das ausmacht, ne? Wenn der HVO da vor Ort ist. Wie lange der Rettungsdienst uns gebraucht hätte, das geht gar nicht. Also die Person wäre bis dahin wahrscheinlich schon längst verstorben, wenn es wirklich was Ernstes ist. Da macht so ein HVO schon Sinn. So, na dann, komm, gib mal ein bisschen Gas hier. Dann einmal in den Rettungswagen und du steigst in dein, ja, in dein Einsatzfahrzeug, keine Ahnung, wie man das da nennt. MZF oder irgendwie sowas? Ich weiß es nicht. Wie nennt man denn das Einsatzfahrzeug des HVO? Hat das einen besonderen Namen? Also im Sinne von, ich meine, es gibt RTW, es gibt NEF, es gibt bei der Feuerwehr dann die feuerwehrspezifischen Fahrzeuge, aber wie nennt man es denn beim HVO? Richtig schön Krach machen, damit ja das ganze Dorf wach ist, so ist es richtig. So. Dann würde ich sagen, wir spulen vor, dass wir noch Einsätze reinbekommen. Übrigens, ich habe das komische Weihenfest hier laufen. Ich habe ja die Hoffnung, dass da irgendwo noch ein cooler Einsatz entsteht daraus. Aber bis jetzt in den Sp oder beim Spielen habe ich davon nichts gemerkt. Hab's ja auch schon ein paar Mal in Videos angeschalten. Wirklich ein Unterschied zum normalen Spielen, finde ich, hat das jetzt nicht mehr. Ich glaube, ich hatte einmal einen Randalierer. Dächte ich. Ah, ja, genau. Hier, jetzt haben wir hier mal einen Kreislaufkollaps, aber das ist jetzt auch echt nicht so besonders, ne? Ah, kann es sein, dass dieser RTW nicht in der Nacht nicht besetzt ist? Ich glaube, das habe ich schon mal gefragt, aber jetzt fällt es mir gerade richtig auf, weil ich spiele jetzt ausnahmsweise mal in der Nacht. Ich habe nämlich herausgefunden, dass man in Germersheim auch mit diesen beiden Tasten einfach die Zeit verstellen kann. Hätte ich mir einfach schon vorher mal anschauen können, aber hey. Planlos Videos erstellen ist ja genau mein Ding. Aber eh der Kollege da ist, ne, da spule ich mal vor, das dauert mir sonst zu lang. Die Straßen, ich finde die Map wirkt allein von den Fahrtwegen viel, viel größer, als es zum Beispiel ein Biberfelde ist, ne? Ich meine, Biberfelde ist groß. Aber das wirkt ja so unglaublich riesig hier durch die extrem langen Fahrtwege und auch teilweise echt schlechten Straßen, wo die Fahrzeuge dann Probleme haben, wenn zum Beispiel ein anderes entgegenkommt. Das ist echt schon böse. Stell dich doch mal ordentlich und nicht schief hin. So. Zack, guck mal, geht doch. Wir stehen auch mitten auf der Straße, deswegen lassen wir die Beleuchtung, das Blaulicht mal an. So, jetzt sehe ich ihn schon wieder nicht mehr, ne? Kacke. Ach ja, mitten auf dem Tisch wahrscheinlich ein Wein zu viel getrunken. Oder ein Bier. Ich habe mir sagen lassen, die Bayern trinken gerne mal Bier. Ach nicht, doch, wir brauchen tatsächlich. Okay. Jetzt ist die Frage.
Ich bin mir gerade unschlüssig, welchen Funkenner der NA hat, aber das kann eigentlich nur der 76 sein, ne? Halt. Hier, genau. 71, ist glaube ich RCB, wie ich gerade geguckt habe. Wir alarmieren einfach mal, gucken, was passiert. Ja, genau, ist der Notarzt. Perfekt. Hier habe ich auch schon den RCB, den ich benötige. Aber wie gesagt, wir müssen erstmal auf den. Auf den NA warten, sonst bringt uns das alles nichts. Ist auch böse, ne? Wie ich schon oft angesprochen habe. Jetzt alles gut, ne? Frame-technisch. Und jetzt richtig am Arsch. Ihr seht's, ja, am Blaulicht, wie das springt, wie es auch in meiner Maus, wie die ruckelt, das ist schon hart böse. Emergency halt. So, wir spulen vor, dass ich hier nicht ellenlang auf den NA warten muss. Wobei man kann, so kann man gut Videos füllen, ne? Einfach einen NA alarmieren, das normal laufen lassen, schon mal 5 Minuten gefühlt, so rum, meine Güte. Und ah, da kommt er doch, guck mal, da ist doch der Kollege schon perfekt. Einer muss wieder aus der anderen Richtung kommen, ne? Ich habe das so schon aufgebaut hier. So, dann hol dir mal bitte dein Köfferchen. Und guck dir das doch mal an, wo liegt der denn jetzt? So, perfekt, dann kann der HVO schon mal einsteigen. Rausfahren kann er zwar noch nicht, weil da kommt er nicht raus, aber ist nicht so schlimm, da warten wir einfach. So, perfekt, dann spulen. Blitzeinschlag. Interessant. Oh, und hier brennt tatsächlich sogar hier so ein ja, Stallgebäude, irgendwie sowas. Ich baller mal einen B2 raus. So, okay, dann können wir den Patienten schon mal. Dann können wir den Patienten schon mal. Danke. Und ihr beiden geht zum RTW, du kannst dich so reinsetzen. Und du bringst den Patienten mit. Und dann los geht's. So, perfekt. Und der HVO kann nach Hause fahren. Das NA-Fahrzeug folgt. Feuerwehr Ödling brauchen wir jetzt hier wirklich nicht, ne? Die haben jetzt gar kein Wasser drauf, deswegen. Hä? Ist das voll? Warte mal, was? Ah ne, es brennt noch, wollte gerade sagen. Aber wie sieht es denn personell aus? Achso, okay, da brauchen wir nichts. Den Rüstwagen würde ich tatsächlich gleich drin lassen. Den Kollegen brauche ich einfach nicht.
So, das Saal erfreue ich mir tatsächlich aus. Dann möchte ich schon mal zwei Leute unter PA haben. Und wir fahren diesen Einsatz einfach auch erstmal allein an. Das wird zwar schon größer, wobei ich glaube ich schon ein Problem bekommen werde mit der Wasserversorgung. Mich würde interessieren, bekomme ich. Okay, warte, ich habe eine Idee. Ich glaube, aus diesem Tümpel. Könnte ich tatsächlich wirklich vielleicht sogar irgendwie Wasser rausbekommen? So, dann bauen wir hier mal ordentlich auf. Und ihr beiden holt euch Schläuche. Du bedienst die Pumpe. Und los geht's. Ist die Frage. Hier ist bestimmt keine CS drauf, ne? Ne, hier ist kein. Das laut. Wobei, ich könnte gerade auf das Fahrzeug klicken, ne? Hier könnte auch eine CS drauf sein. Aber ich glaub's beinahe nicht, ne? Ich meine, es wäre nicht unüblich, dass auch auf einem LF1612 mal eine TS ist, aber das würde halt die ganzen kleineren werden mit TSF oder hier auch dem TSA zumindest in der Mod relativ sinnlos machen. Deswegen denke ich, dass dort bewusst einfach auf die TS verzichtet wurde und man sich dafür für das Rettungsgerät entschieden hat. Das ist furchtbar. Ja, hört ihr das? Oh, guckt mal hier, Jungs, nur mit AGCs, ne? Oh ja, ich denke, ich werde einen AGC noch benötigen. Was macht der? Ach, Wasser könnte auch bald alle sein. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Fahrzeuge hier nicht animiert sind. Ja, und da hat sich das auch schon erledigt. Ich brauche hier eine Wasserversorgung. Wo bleibt mein TSA mit Traktor? Einmal hier hin. Ne, wobei, einmal hier auf den Acker. Perfekt, dort kriegen wir auch Wasser raus. Einwandfrei. Ah, ich glaube, jetzt steht die TS nicht richtig, ne? Ich setze sie nochmal dort ran. Ich hoffe mal, das passt jetzt. Dann einmal mit einem Schlauch zur TS und dann zum 1612. In der Hoffnung, es funktioniert jetzt. Ich glaube, das könnte schon fast zu eng werden mit einem Schlauch. Ja, das war mir klar. Dann einmal den Schlauch verlängern, bitte. Und da habe ich den bekannten Bug. Das fuckt mich ja überhaupt nicht ab, ne? Brennt die ganze Höhle hier und ich kann nichts machen, weil das Fahrzeug zu weit weg steht. Okay, pass auf, da müssen wir ganz, ganz fix jetzt hier umbauen. Und wir müssen das Fahrzeug hier weiter ranstellen. So, jetzt hoffentlich klappt's. Ja, perfekt. Okay, dann bauen wir das jetzt noch einmal auf.
Das ist ein bisschen ärgerlich. Man hat ein Skript, womit man Schläuche verlängern kann, aber es funktioniert halt einfach nicht gut oder nicht richtig. Das ist halt ein bisschen ärgerlich. Wasser ist jetzt hergestellt. Funktioniert? Ja. Okay, pass auf, dann bauen wir jetzt hier direkt nochmal auf. Ihr geht hier ran. Die Pumpe ist noch nicht gestartet, ne? Nein, mach doch dran. Hä? Was? Warum geht denn das schon wieder nicht? Ja, ist verbuggt, kann das sein? Ah nein, okay. Es funktioniert. Vielleicht habe ich mich auch einfach wieder zu doof angestellt. Irgendwie funktioniert das 100% mit diesem Schlauchskript, aber ich mach's halt wahrscheinlich einfach nicht richtig. So, jetzt haben wir noch so viele Leute. Und wahrscheinlich aber keine PAs mehr, ne? Ich denke mal, hier dürften nur noch. Also eigentlich dächte ich, dass auf einem 16-Swift auch nur vier PA-Geräte sind. Aber anscheinend ist dem hier nicht der Fall. Was mir aber auch jetzt tatsächlich ganz recht kommt, denn so kann ich einfach noch eine Leitung legen. Und zwar hier so hin. Verteiler dran und dann jagen wir hier noch ein bisschen Wasser rein. Das ist halt wirklich, das habe ich auch schon tausendmal angesprochen, das Interessante an Germersheim. In Bieberfelde ist es ja ganz gerne so. Warum hast du keinen Schlauch? Es ist ja ganz gerne so, dass du, wenn du merkst, du reichst nicht mit den Mitteln, na dann alarmierst du eben noch ein HLF mehr oder alarmierst noch ein TLF mehr. Aber hier bist du tatsächlich sehr, sehr begrenzt. Natürlich hätte ich jetzt noch von unten ein LF von Germersheim oder hier dieses TSFW nachalarmieren können. Aber erstens wäre dann nichts mehr im Anführungszeichen Stadtschutz gewesen. Und es hätte mir auch jetzt nicht so den äußersten Mehrwert gebracht. Da, wie gesagt, die Wasserversorgung hier teilweise sehr schlecht ist. Wie gesagt, dass das jetzt hier funktioniert an diesem Teich, bin ich ja schon sehr froh drüber, dass das so hinhaut. Finde ich allerdings auch sehr geil, weil das macht diese kleinen Feuerwehren hier einfach wieder sehr, sehr sinnvoll, ne? Allein um die Wasserversorgung zu stellen und wenn sie auch so auch gut ausgerückt oder beziehungsweise personell stark ausgerückt sind, dass ich sogar noch ein paar AGTs rauskriege, ist es ja noch besser für mich als Spieler. Beziehungsweise in dem Sinn als virtuellen Einsatzleiter. Dass ich da doch ganz gut planen kann und jetzt von dem 1.16.12 direkt mit sechs Rohren abzugehen, ob das die Pumpe schafft, na, da möchte ich behaupten, dass ich schon mächtig an die Leistungsgrenze kommt irgendwo. Natürlich, je nachdem, mit was für ja, Strahlrohren du da rangehst und mit welcher Art Schläuchen, wenn du da mit 6B-Rohren rangehst, ist es definitiv zu viel. Aber ja, ne? Das finde ich echt cool. Das ist halt wieder mal ein Brand, der ist sehr, 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 ja, langwierig, würde ich fast sagen. Und wir gucken mal, dass wir ihn ausbekommen. Die Scheune ist natürlich, die ist verloren, ne? Vielleicht auch teilweise meine Schuld, wie gesagt, ich hätte das Fahrzeug direkt näher dran parken müssen. Das muss man auch im Vornherein eigentlich schon sehen. Das war wirklich meine Schuld. Aber naja, wir haben es ja hinbekommen. Und was halt cool ist an Germersheim ist ja auch tatsächlich dieses Schadensmodell, ne? Wenn dann wirklich mal ein Gebäude abbrennt, zumindest teilweise, bei manchen funktioniert es, bei manchen wieder nicht, dann hast du auch ja dann wirklich nur noch das Grundgerüst der Scheune stehen und der Rest ist wirklich abgebrannt. Finde ich cool. Das kann man so machen, aber ich weiß auch, dass es unglaublich viel Performance zieht und deshalb Germersheim einfach so unglaublich schlecht läuft, ne? Aber das ist auch Meckern auf hohem Niveau, denn ja, man muss mal so sehen, natürlich ist Emergency 4 alt und natürlich gibt es viele User, die das gern spielen würden mit leistungsschwächeren PCs, aber ich meine, wir leben im Jahr 2020 und ja, ne, dass dann einfach Spieler auch irgendwann
von der Technik her herausfordern oder mehr Leistung brauchen. Das ist halt einfach so. Natürlich, Germersheim ist jetzt schon älter. Ja, die Mod an sich. Aber Marcel und ich sind ja auch gerade an einer neuen Mod dran, an der Bieberfelder V3. Habe ich ja auf meinem Kanal schon mal vorgestellt, in so einem Post, in so einem YouTube-Post. Und auch da bekommen wir tatsächlich die Anfrage, ob wir nicht die Version so gestalten können, also von den Texturen her so niedrig schrauben können, dass die auch auf schwächeren PCs laufen. Das kann man natürlich machen, keine Frage, aber man hat ja auch irgendwo den Anspruch, dass das so gut wie möglich aussieht. Man möchte natürlich das meiste oder das Beste aus Emergency rausholen. Und Emergency hat nun mal nicht schon so, oder ja, ich finde ja immer noch, die Grafik geht. Aber ja, für das Jahr 2020 ist die Grafik halt so schon scheiße und dann noch mit verschwommenen Texturen arbeiten, wäre halt meines Erachtens auch nicht so der Way to go. Sodass ich das dann schon echt okay finde. Also hier, was wir hier an Wasser nehmen, blubbern, ne? Also die Scheune müsste allein schon durch den aufgeweichten Untergrund irgendwann zusammenbrechen. Weil hier sieht es mir ja sowieso schon ein bisschen so, ja, fast wie so ein Moor aus, ne? So überall kleine Wasserstellen. Ich wette, dass Elef hat einfach unbegrenzte PAs und man kann runternehmen, was man will. Ist jetzt für mich von Vorteil. Aber ich finde, das hätte man noch begrenzen können. Denn so hätte man auch mal eine Feuerwehr nachalarmieren müssen, nur um PA-Geräte zu haben. Fände ich cool. Aber so ist es jetzt halt, ne? Wie gesagt, Germersheim ist auch schon eine Weile älter. Ich weiß gar nicht, wann das rausgekommen ist. Oder wann die rausgekommen ist, die Modifikation. So, jetzt habe ich wirklich 6 Rohre. Vorhin hatte ich ja bloß 5. Da habe ich mich verguckt. Ich hatte ja an dem einen Verteiler bloß 2 Leute dran. Aber jetzt habe ich 6 Rohre dran. Und irgendwann muss doch die Wut nochmal aus sein. Das ist ja Wahnsinn. Man hätte ja auch mal so Tests. Was heißt so? Ich weiß gar nicht. Ah, doch. Natürlich, ich denke mal, das kann man dann über den Kreisbrandmeister nach alarmieren, so DLK und so, ne? Aber da ich den Kollegen ja weggeschickt habe, machen wir das einfach im nächsten Video, dass wir dann auch mal die DLK ausprobieren. Das habe ich nämlich noch nie gemacht. Ich weiß gar nicht, wie die funktioniert, ob sie funktioniert, wie gut das aussieht. Ich habe sie einmal alarmiert, aber nie benutzt. Ich wollte einfach sehen, wie sie aussieht, optisch gesehen. Aber da habe ich sie halt auch nicht aufgebaut, ne? Weil ich gar keinen Platz dafür hatte. Also irgendwie will dieses Feuer ja echt nie ausgehen, ne? Sag ich jetzt ja, wobei es wird's weniger. Ich weiß nicht, bin mir da unschlüssig. Sieht so aus, als würde es langsam weniger werden. Ich will da nicht nachalarmieren, nur um dann noch ein paar, um noch mal 3 Rohre dran zu bekommen. Ich glaube, das wäre too much. Die Jungs aber auch schon viele, viele Stunden am Arbeiten hier, ne? Ich weiß gar nicht, wann der Einsatz reingekommen ist. Guck mal hier. 5:21 Uhr, jetzt ist es gleich 9 Uhr morgens, also die Jungs müssen richtig kotzen bei der ganzen Arbeit. Der Löschtraktor finde ich ja cool. Sehr, sehr nice. Den T3 finde ich auch sehr geil. Ich finde nur schade, dass man dem so ein echt ekliges Horn gegeben hat. Das ist echt widerlich. Wir spulen mal vor. Weil sonst wird das ja, ich bin jetzt schon wieder bei 35 Minuten Video. Das gibt's doch nicht, das muss doch mal ausgehen.
Ich könnte ja einfach mal noch einen Verteiler an 16, 12 legen, aber das wäre dann sehr, sehr unrealistisch. Aber ich glaube, mir bleibt ja beinahe gar nichts übrig, ne? Pass auf, ist mir jetzt egal, auch wenn es sehr, sehr unrealistisch ist, aber ich will jetzt nicht nachalarmieren. Wir hauen da jetzt nochmal einen Verteiler mit zwei Rohren noch dran. Das finde ich gut. Das ist begrenzt, dass man nur zwei Abgänge hat. Finde ich gut. Ich dachte, wäre jetzt auch nicht begrenzt. Hätte ich mir vorstellen können, dass dort auch wieder. Weil die müssen noch ewig weit fahren, ne? Wir alarmieren uns mal das TSF hier nach. Oder TSFW ist es ja. So, dann habe ich nämlich schon zwei PA-Träger in Bereitstellung. So, und dann spulen wir ein bisschen vor, dass die Jungs zeitnah hier ankommen. Aber wobei, jetzt wird es weniger. Es wird weniger. Ja, das Feuer war schon ein bisschen böse, ne? Aber diese Löschsounds, die fucken mich ja manchmal ab, ne? Ihr im Video hört das hoffentlich nicht so, weil ich dran denke, das etwas leiser zu. Ja, einfach leiser einzustellen, die Tonspuren. Aber für mich, da fallen mir beinahe die Ohren ab, ne? Das ist echt widerlich. Gut, jetzt haben wir die FF Schwab zwar schon ein bisschen für umsonst alarmiert. Aber wie gesagt, rein die Devise, ne? Besser man hat, als man hätte. Einfach. Aber das ist auch ein geiles Bild, ja, ne? Das wird, glaube ich, mein Thumbnail. Ja, wunderschön mit dem 1612 TSFE Traktor samt TSA und MCB. Ah, ist geil, ne? Und hier die brennende Scheune im Hintergrund. Das sieht schon geil aus. Und jetzt ist hier auch endlich mal aus. Diesen Einsatz werde ich jetzt nicht fahren. Denn das Video ist doch schon lang genug. Und da wir jetzt auch diesen Einsatz soweit abgearbeitet haben, würde ich sagen, soll es das erstmal von mir gewesen sein. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen und wir sehen uns in einem meiner nächsten Videostreams. Was auch immer wieder, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, ciao.